Hallo und herzlich willkommen bei Pilzwunder. Freunde, heute wieder in meinem Lieblingswald unterwegs, sind wir schon direkt fündig geworden. Und zwar müsste das der Edelreizker sein. Wir holen das Ganze mal raus. Schöner Pilz, schöne Größe, eigentlich perfekter Zustand, aber wir gucken uns immer von unten an. Ja, ein bisschen schon angefressen, aber müsste auf jeden Fall noch gehen. Eine Kellerassel ist auch schon hier. Ja, die Grübchen sind da. So wie es aussieht, milcht er auch direkt orange raus bei Verletzungen. Jawohl, das sieht auch gut aus. Und von oben sieht das Ganze so aus. Edelreizker, schöner Pilz. So, Freunde, hier haben wir den nächsten schönen Edelreizker. Holen wir ihn mal raus. Wunderschön, super Exemplar. Ja, und meine Hände werden so langsam orange. Sehr schöner Pilz. Und der nächste Edelreizker. Hier fehlen mir so ein bisschen die Grübchen, aber es muss natürlich nicht bei jedem Pilz so ausgeprägt sein. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Fichtenpilz ist, da fehlt mir dieses Grün auf dem Hut. Müsste auch ein Edelreizker sein. Und wieder Edelreizker. Der nächste. Und der nächste. Ja, was hier abgeht an Edelreizkern, ist echt nicht mehr normal, Leute. Schaut mal. Die stehen hier wirklich in kurzen Abständen überall. Und hier auch wieder einer. Richtig schöner, die Grübchen extrem viele. So, Freunde, schaut mal hier, alles voll mit Edelreizkern. Hier ist einer, da ist einer. Da vorne geht es weiter, hier ein großer und die pflücken wir jetzt erstmal ab. Hier mal ein schönes großes Exemplar. Oh ja. Alles Edelreizker. Ja, ich glaube, nach der heutigen Tour sehe ich aus wie Homer von den Simpsons, Leute. Der ganzen orangenen Milch. Aber das ist mir völlig egal bei diesen schönen Edelreizkern. Ja gut, der ist jetzt schon ein bisschen angeknabbert, aber da kann man sich ja noch einiges retten. Ja, Freunde, das macht auf jeden Fall Sinn, nicht alleine in den Wald zu gehen. Ich bin mit zwei Kumpels heute unterwegs. Der eine hat uns in diese Richtung gelockt und der andere hat die Pilze entdeckt. Und zwar haben wir heute die ersten Steinpilze gefunden. Schaut mal, hier ist einer. Da ist ein richtig schöner. Und da vorne ist auch noch einer, aber da wurde das meiste schon abgeknabbert. Moment, da. Aber schauen wir mal, wie der hier ist. Sieht zumindest sehr, sehr... Oh ja, schaut mal. Wenn man den Laub zur Seite schiebt, sieht man erstmal, was man da eigentlich hat, ne? Und jetzt das Geräusch, Leute. Oh yeah, wunderschöner Pilz, richtig gut. Gucken wir mal weiter, wie der hier so ist. Er ist schon ein bisschen älter, aber ich würde sagen, auf keinen Fall zu alt. Im Gegenteil, ich glaube auch, perfekt im Zustand, schön fest. Jawohl, ja gut, da sind ein paar Fragestellen, da sitzt auch ein Mieter mit drin. So, da oben auch, aber nicht schlimm, Leute. Ja, die hole ich gleich raus. Perfekter Pilz, Steinpilz. Ja, und der hier, ich glaube, den kann man stehen lassen. Da fehlt das meiste leider schon. Okay, Freunde, prekäre Lage. Ich stehe gerade wirklich im Steinpilz-Minenfeld. Wir sind hier gerade zu dritt lang gelaufen und wir standen alle auf einmal mittendrin. Ich habe da nur noch gesagt, nicht bewegen, weil es ist wirklich heftig. Schaut mal, Leute. Steinpilz. Steinpilz, 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 überall Steinpilz und jetzt wird erstmal alles abgeerntet. Und los geht's mit dem ersten, Leute, schaut mal. Jawohl. Perfekt, Leute. Ein paar Knabberstellen, aber das ist absolut nicht schlimm. Richtig schöne Steinpilze. Weiter geht's.
und der nächste Freundin. Top. So, den werde ich stehen lassen, weil der ist schon hier komplett von innen ausgehöhlt. Schaut mal, ich kann hier komplett reinfassen. Ich denke aber, da wird es noch zu einer Sporung kommen im Alter. Deswegen lohnt sich eh nicht mitzunehmen. Lassen wir stehen. So, und jetzt haben wir hier einen richtig schönen. Sieht zumindest auf den ersten Blick kaum angefressen aus. Boah, Leute, zieht euch das mal bitte rein. Wie der dicke Stiel hier seitlich runter wächst, das ist doch der Wahnsinn. Hier ist eine Schnecke, die muss ich kurz mal umsetzen. Aber hier wächst auch noch ein kleiner mit raus. Okay, das sieht ein bisschen pervers aus. Aber schaut euch mal diesen Steinpilz an, bitte. Das ist doch mal ein Oschi, ne? Boah. Krass. Noch ein ganz kleiner mit dran gewesen. Aber das nenne ich doch mal eine Wucht, oder? Ein Kaliber ist das. Schaut mal, Leute. Ein richtig schöner. Und der ist auch tatsächlich, ja, hier am Stiel ein bisschen, aber Hut komplett unversehrt. Tipptopp. Hammer. Ja, und dann noch der ganz kleine mit dran. Ein bisschen blass geblieben, weil er unter der Erde war, aber nicht schlimm. So, Freunde, den könnte man mitnehmen, aber lass ich stehen, bevor ich jetzt da irgendwie ein kleines Stück mir rausschneide. Lass ich den stehen und lass ihn sporen. So, hier haben wir jetzt aber mal ein richtig heftiges Exemplar, Leute. Wie aus dem Bilderbuch. Sieht auch so ein bisschen aus, als hätten die Schnecken da ein Smiley rausgefressen. Oder ein Überraschungssmiley, wie auch immer. Den werden wir jetzt erstmal abernten. Oh, der sitzt richtig fest drin, Leute. Wahnsinn. Muss ich schon mit der ganzen Hand beigehen. Komplett verwurzelt. Aber astrein, schaut euch die Röhren an. Ja, hier wurde ein bisschen was abgebissen, aber super Zustand trotzdem. Schöner Steinpilz, Leute. Richtig schön. Stellen immer wieder schön verschließen, damit das Myzel nicht austrocknet, Leute. Super Pilz. So, Freunde, hier versteckt sich der nächste ein bisschen seitlich aus dem Laub gewachsen. Die sind so gut getarnt hier. Schaut mal, wie weit der Stiel hier in die Erde reicht. Wow, schaut mal, Leute, der ist wirklich seitlich im Bogen nach oben gewachsen. Wenn man so nur den Kopf sieht, denkt man niemals, dass sich das noch dahinter verbirgt, aber schaut selbst. Ja, der hat aber gerade noch so die Kurve bekommen, ne? Wahnsinn. Super Pilz, astreiner Zustand. So, Freunde, hier haben wir jetzt mal zwei ältere Exemplare, beziehungsweise ist der noch eigentlich in einem recht jungen Alter, aber dermaßen angefressen. Ich glaube, hier ist auch schon ein bisschen Goldschimmel mit dran und sehr viel Fraß lasse ich stehen und den sowieso. Auf keinen Fall an so einem Pilz anfangen rumzuschneiden, nicht, dass man sich da ja eine Lebensmittelvergiftung von holt, ne? Und der kann natürlich noch hier super aussporen. Die Tiere können sich dran erfreuen, lassen wir stehen natürlich. So, Freunde, auf einem Fleck wieder drei richtig schöne Steinpilze. Ihr habt gesehen, der eine ist schon gut angeknabbert, aber wir wollen mal gucken, wie die wirklich aussehen. Aber der hier, ja, tadelloser Zustand. Ein bisschen Fraß, aber sonst wirklich tipptopp. Gucken, wie die anderen beiden aussehen hier. Ich glaube, der war schon ein bisschen angeknabbert. Aber das meiste ist wirklich noch super. Ne? Wahnsinnspilz. So, dann gucken wir uns mal den größten an. Ja, auch ein bisschen angeknabbert, aber absolut okay. Das meiste kann man hier auf jeden Fall noch verwerten. Super schöne Steinpilze.
So, Freunde, abschließend gibt es noch mal einen Blick auf unsere heutigen Funde. Was haben wir? Richtig schöne Steinpilze, knackig, frisch, auch in super Zustand, teilweise angeknabbert, aber das kann man problemlos wegschneiden. Dann jede Menge wunderschöne Edelreizger. Besser geht es wirklich nicht. Also es war ein sehr gelungener Tag mit sehr viel Glück auch dabei. Und ja, die Stellen sind super, haben viel Potenzial und da werde ich mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen sein. Freunde, das war's. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Pilzwunder. Ciao.